Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute geht es mal wieder um ein etwas anderes Thema und zwar hauptsächlich um diese zwei beiden. Es geht darum, ferngesteuerte Autos für Kinder. Und das ist ein Thema, was mir besonders sehr am Herzen liegt, weil ich bin großer Fan von allem, was fernsteuerbar ist, insbesondere auch Autos. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich für unseren kleinen Sohn was Passendes gefunden habe. Wir haben sehr viel durchprobiert, wir haben sehr viel Frustration erlebt. Und am Ende habe ich zwei Modelle, die ich finde, die für ganz klein bis schon etwas größer wunderbar funktionieren. Das sind diese beiden hier und über die würde ich euch heute gerne mal was erzählen. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich fange mit dem Kleinen hier mal an. Der ist, wie man schon sehen kann, für den Einstieg. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, zeige dann mal, wie der so in Action hier durchs Wohnzimmer fährt. Und später kommen wir dann zu dem Großen hier, zu dem Teil, der schon für etwas ja, fortgeschrittenere oder zumindest auch für draußen dann gedacht ist. Ganz am Schluss vom Video gehen wir nochmal im Wald mit dem hier und zeigen mal, was der so alles drauf hat. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also das ist unser Kleiner, mit dem unser Sohn angefangen hat, ein Modellauto zu fahren. Circa geeignet, würde ich mal sagen, ab dem Alter 3. Man kann vielleicht auch ein bisschen früher anfangen, das funktioniert dann auch schon ein bisschen, aber wirklich Spaß machen tut es dann erst so ab 3, beziehungsweise muss man einfach sehen, ab wann das Kind fähig ist, da ein bisschen die Steuerung und so zu bedienen. Was an dem ganz toll ist, ist dieses Steuerkonzept. Also ganz simpel, man hat hier auf der Fernsteuerung vorwärts, rückwärts und man hat halt ein Lenkrad. Ganz einfach, großes Lenkrad. Und das finde ich auch ganz wichtig bei so Modellen, dass man darauf achtet, dass man eine Fernsteuerung findet, nimmt, die auch so ein Lenkrad hat. Das benutzen nicht nur die Profis aus einem Grund, das ist einfach intuitiver. Also man lenkt eben alles so, man lenkt das Catcar so, man lenkt sein Fahrrad so, das Auto so. Deswegen macht es auch Sinn, ein ferngesteuertes Auto aus meiner Sicht macht es nur Sinn, so zu steuern. Und es macht es halt auch einfacher, das Ganze zu lernen. Und das Fahrzeug an sich sieht so aus. Der hat hier einen Einschalter, sieht man, wenn man drauf drückt, dann leuchtet die Lampe und dann funktioniert er auch schon. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Also wirklich sehr, sehr einfach. Und das Tolle daran ist, er hat zwei Gänge. Hier hinten hat er wie eine Gangschaltung. Da kann man in den zweiten Gang oder in den ersten Gang schalten, was einfach der erste Gang super langsam ist zum Lernen. Der zweite Gang dann schon ein bisschen besser und schneller ist, dass man auch mal durchs Wohnzimmer flitzen kann und Spaß damit hat. Die Vorteile an dem finde ich hauptsächlich, dass er enorm robust ist. Also das Teil ist ungelogen. Das ist unser ganzes Treppenhaus schon runtergeflogen. Mehrfach die Treppe in den Keller runtergefahren und runtergeflogen. Der war draußen drin. Der ist gefühlt nicht kaputtbar. Da ist auch nicht viel dran, was kaputt gehen kann. Der ist einfach sehr, sehr schwer und ein festes Plastik. Hat diese Antenne, die so eine Feder da drin hat. Da kann man also auch machen, was man will. Genauso wie an der Fernsteuerung. Also die kriegt man da auch nicht kaputt. Das ist wie so ein, ja, wackeliges Teil. Super robust, super einfach, braucht vier AAA-Batterien. Also AAA sind diese. Moment, ich zeig's euch. Also er braucht vier von diesen Batterien hier. AAA ist das überhaupt? Nee, ist das Doppel. Keine Ahnung. Doppel-A, ich glaube zweimal A. AA. Und die Fernsteuerung braucht einen so einen 9-Volt-Block. Was schön ist, dass das alles mechanisch ist. Also die Fernsteuerung ist immer ausgeschaltet oder immer eingeschaltet, wie man es sehen will. So, erst wenn ich hier auf den Knopf drücke, wird innen quasi ein Kontakt hergestellt, so richtig mechanisch. Und dann wird die quasi erst eingeschaltet. Man muss dadurch sich nicht darum kümmern, irgendwas ein- und auszuschalten. Man kann nur direkt losfahren. Das Einzige, was man einschalten muss, ist das Auto. Es hat halt hier diese rote Lampe, da drückt man drauf, an und aus. Geht aber auch aus nach ein paar Minuten, wenn man nicht damit fährt. Also auch praktisch, dass das Ding einfach nicht anbleibt und aus Versehen leer geht. Also insgesamt sehr, sehr durchdacht. Ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich es vergesse, ist, dass es das Fahrzeug so nicht mehr gibt. Neu zu kaufen, glaube ich, sowieso nicht. Habe ich nicht gefunden. Wir haben davon zwei und wir haben die immer gebraucht gekauft. Die gibt es für circa zwischen 10 und 20 Euro, ja, vielleicht 15 und 25 Euro auf eBay Kleinanzeigen kriegt man die sehr häufig, manchmal auch für 10 Euro oder auf einem Kinderbazar. Also muss man gebraucht kaufen, lohnt sich aber definitiv, weil das neuere Modell, was es auch auf Amazon und in Online-Shops zu kaufen gibt, das neuere Modell hat eine andere Fernsteuerung. Also wenn man den neu kauft, ist da jetzt so eine Fernsteuerung dabei. Mit einem Knopf für vorwärts, einen für rückwärts. Einen für links und einen für rechts. Das kann man sich schon vorstellen.
wie soll man hier eine Kurve fahren? Muss man vordrücken und dabei rechts drücken? Also es ist ganz seltsam. Und manchmal frage ich mich, was so Ingenieure gefrühstückt haben, wenn die auf die Idee kommen, wir haben so eine tolle Fernsteuerung mit einem Lenkrad, die toll funktioniert und jetzt machen wir irgendwie sowas hin. Wahrscheinlich Kostengründen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz dicke Empfehlung, guckt nach dieser Fernsteuerung. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie das Ding, wie der kleine Flitzer hier fährt. Ja, und zudem, ein bisschen weit unten hier, zudem gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also man macht ihn an, wie schon vorhin gesagt. Ich mache jetzt mal erst zu den ersten Gang mal rein. Dann ist er ein bisschen langsamer. Und wie ihr sehen könnt, der ist wirklich super einfach zu fahren. Sehr langsam, kann man nicht viel falsch machen. Da können selbst die Kleinsten am Anfang mal ein bisschen üben, wie sowas funktioniert. Vorwärts-Rückwärtsgang, kann man auch schön einparken. Und wenn man den dann auf den zweiten Gang hier hinten macht, dann ist er zumindest mal ein bisschen flotter schon. Und dann kann man sogar ein bisschen schleudern. Also wie ihr gesehen habt, der macht wirklich Spaß und ist wirklich perfekt zum Üben, auch schon für die Kleinsten. So, und jetzt sind wir mit dem, ganz viel schon gefahren. Also euer Kind ist mit dem schon ganz viel gefahren, kann das super gut, saust damit durchs Wohnzimmer. Er ist halt nur für drinnen gut. Und dann war bei uns die Frage, was kommt denn als nächstes? Und dann haben wir wirklich so eine kleine Odyssee gehabt, dass wir ganz viele Modelle und Sachen ausprobiert haben, die wirklich nicht so funktioniert haben, die sehr schnell kaputt gegangen sind. Die sind also teilweise nach 2 Tagen kaputt gegangen, teilweise haben wir die 2 oder 3 Mal eingeschickt. Und dann haben wir bei Konrad uns umgesehen, weil die kannte ich noch von früher, wusste, dass die eine riesige Modellbauabteilung auch haben. Genau. Und so kamen wir dann quasi zu dem Großen, der hier hinten steht. Und zu dem erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was. Den stellen wir mal hier drauf, dann ist der nicht so... Sieht man den auch ein bisschen. Gut. Bevor jetzt viele Leute aufschreien, die vielleicht sogar dieses Modell kennen, das ist nämlich von Konrad, wie gesagt, der New One, steht auch hier drauf. Bevor jetzt viele aufschreien, sagen, Gottes Willen für ein Kind, der ist doch viel zu schnell und der ist doch überhaupt nicht kontrollierbar. Ja, in der Originalversion ja. Aber was ganz wichtig ist, dass wir den gedrosselt haben. Also ich habe die Geschwindigkeit runtergedrosselt auf weniger als die Hälfte. Und das macht man ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wir haben hier einen Kabelbinder drum gemacht. Und zwar, wenn der hier drüben ist und der Papa fahren will, kann man den voll durchziehen. Und wenn dieser Knüppel da vorne ist, dann kann man den nur noch zur Hälfte durchziehen. Und dann fährt das Modell auch wirklich nur noch die Hälfte. Das Charmante ist, halbe Geschwindigkeit. Und er ist eigentlich für die doppelte ausgelegt. Ist wesentlich langlebiger. Und der Akku hält deutlich länger. Also mit dem Akku fahren wir als fast eine halbe Stunde Fahrzeit mit ein bisschen Pausen dazwischen. Da hat man schon wirklich sehr, sehr lange was von. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich recht, diese Modelle sind auch schon trotzdem schnell. Das muss man natürlich auch überlegen und gucken, ob man das seinem Kind dann schon zutrauen kann. Wenn er vielleicht mit sowas hier sehr, sehr, sehr gut umgehen kann, dann kann man auch für draußen da mal sowas probieren. Jetzt wirkt er erstmal vielleicht auch riesig groß, ist auch ziemlich groß, hat natürlich große Reifen, aber das hilft einfach enorm, dass man mit dem Fahrzeug dann auch mal beispielsweise einen Gehweg hochkommt, dass man durch eine Wiese durchfahren kann, ohne hängen zu bleiben, dass man im Wald auch mal durch Laub durchfahren kann, ohne dass der immer gleich an jedem Stöckchen hängen bleibt. Deswegen nicht vor der Größe erschrecken, sondern der hilft wirklich, dass dann der Sohnemann oder die Tochter Spaß mit dem Teil hat. Dem gibt es, wie gesagt, der ist von Konrad, der kostet im Set, ist jetzt auch nicht ganz günstig, kostet 229 Euro mit Fernsteuerung, mit einem Akku dabei, mit einem Schnellladegerät, was so in 3 bis 4 Stunden dann den Akku auflädt. Der Preis ist relativ hoch, ja, aber zum einen hat sowohl das Kind als auch der Papa was von und zum anderen hat man wirklich lange was davon. Der ist jetzt bei uns schon... ja, seit Weihnachten im Einsatz, seit gut fünf Monaten im Einsatz und wirklich stark im Einsatz. Also ihr seht ihn auf fast allen unseren Videos, dass der irgendwo rumfährt. Also Moritz hat den gefühlt immer dabei,
Wir fahren sehr, sehr viel damit. Die erste Frage, wenn er vom Kindergarten kommt, ist sein Renner geladen? Das ist immer das Wichtigste. Und deswegen muss man das halt abwägen, dass sich dann auch mal eine höhere Investition dann doch lohnen kann. Wir gucken mal kurz da rein, aber ohne, dass ich auf irgendwelche Details eingehe, weil ich bin jetzt kein furchtbarer Tech-Freak, soll das auch gar nicht sein, das Video, aber zumindest mal ein bisschen zeigen, wie es da drin so aussieht. Und jetzt sieht man auch schon, wie der innen aussieht. Ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, dass der eine extrem gute Federung hat. Man sieht, der hat auch Öldruckstoßdämpfer, das heißt, dass der jetzt nicht nur diese Federn hier für den Federeffekt da sind, sondern wirklich der Kolben hier mit Öl gefüllt ist und dann ganz sanft diese Schläge abfedert. Also man merkt es, wenn der hier runterfällt, dass der ganz satt sich auch dem Druck anpasst und immer schön weich fällt und einfach super robust ist. Dann hier drin ist halt alles abgedichtet. Der hat hier den Fahrtregler und so weiter und die Elektronik, die ist wasserdicht. Hier ist der Empfänger drin. Der ist auch in so einem Kästchen verbaut, dass überhaupt kein Wasser dran kann. Das hier ist der Motor. Das ist ein KV3000, was auch immer das heißt, aber sehr stark. Ein Brushless-Motor, das kann ich schon dazu sagen. Also kein Brushed-Motor. Also das ist schon mal wartungsfreier und auf jeden Fall die bessere Alternative. Das ist hier jetzt der Akku. Das ist ein LiPo-Akku. Der hat, glaube ich, 3200 mAh. Hier vorne, ein nettes Gimmick, der hat auch noch Lichter. Also er hat hier vorne zwei Lichter, die kann man dann einschalten. Da gibt es hier drin einen separaten Schalter und hier hinten auch zwei Lichter. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, dass hier die Zahnräder, also das Getriebe, ist jetzt hier ein bisschen eingestaubt, sieht man gar nicht, aber die Zahnräder sind halt geschützt in so einem Plastikgehäuse, dass wirklich nirgendwo was dran kann. Hier unten ist auch die Kardanwelle, die nach vorne führt, diese Getriebewelle ist halt auch in so einem Plastikrohr. Es ist alles gefühlt abgekapselt. Und bisher toi 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 wirklich kein Defekt und kein gar nichts. Ja, die Fernsteuerung hatte ich ja schon mal kurz gezeigt. Das ist so eine ganz gewöhnliche Pistolenfernsteuerung. Nichts Besonderes von der Qualität. Ist hier zumindest schön griffig, gummiert. Die Fernsteuerung, die hat hier dann noch so ein paar Einstellmöglichkeiten. Also hier ist der Ein- und Ausschalter, der ist eben geschützt durch diesen Plastikabdeckung. Und hier kann man dann trimmen, falls das Fahrzeug mal nach links oder nach rechts driftet, dann kann man da noch so Einstellungen machen. Weiß ich jetzt im Detail gar nicht ganz genau, was zu tun ist. Wir haben bis jetzt noch nichts einstellen müssen. So, Klappe zu. So, jetzt sind wir mittlerweile hier bei uns im Wald. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Buggy sich hier im Gelände so zeigt. Also das Ding ist echt top, das ist gefühlt unkaputtbar, kommt überall hoch, kann überall drüber springen und wir haben mit dem wirklich schon derartige Stürze und Überschläge gehabt und es ist noch nichts kaputt gegangen. Den kann man wirklich einfach nur einschalten, Spaß haben und dann wieder aufladen. Und das ist jetzt quasi alles mit Halbgas gefahren und das ist halt wirklich optimal, weil schneller dürfte eigentlich nicht sein. Ich zeige euch gleich mal, wie das Ding mit Vollgas aussieht. Ist für mich fast unkontrollierbar, ehrlich gesagt. Und das Schöne mit Halbgas ist erstens, der geht halt nicht so schnell kaputt, weil er nicht so gewaltig irgendwo dagegen knallt. Und der Akku hält viel länger. Wir können mit dem fahren wir schon gut eigentlich so eine halbe Stunde mit Unterbrechung. Da hat man was von. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt den Ding hier rüber machen und Vollgas fahren. Sehr, sehr schnell. Also für mich irgendwie viel zu schnell, deswegen halbe Geschwindigkeit ist, glaube ich, für alle in dem Fall besser. Moritz, der fährt den auch schon wirklich gut, muss ich sagen. Bin ich echt stolz auf den. Der ist jetzt 5,5, Moritz, und hat halt mit dem kleinen Fischerpreis gelernt. Das ist irgendwie so die Grundlenkung und mit dem jetzt den Rest. Also er macht das echt schon gut. Da haben wir auf jeden Fall beide viel Spaß damit.
Das Teil, das kommt auch wirklich, das kommt überall durch. Also der hohes Gras, Laub kommt überall durch und überall hoch. Es gibt ja auch Offroad-Autos, die haben kleinere Reifen und dadurch wird es halt dann bei sowas schon schwierig hier im Wald, weil er dann über ein Stöckchen fährt und irgendwie aufsitzt und dann auch schnell mal hängen bleibt. Hätte man fast am Schienbein gehabt. Ja, und da habt ihr gerade einen von den richtig schönen Aufschlägen gesehen. Und wie man sieht, also das Teil ist uns wirklich schon sowas von abgestürzt und hat Überschläge gemacht. Wir sind über so BMX-Rampen damit gefahren und haben ihm schon einiges zugemutet. Der ist bisher toi 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 unkaputtbar. Also wirklich toll. Und zur Vollständigkeit halber, so sieht das Ganze mit Licht aus. Ja, zumindest bei Nacht ist eigentlich ganz nett. Kann man auch im Dunkeln mal fahren. Hinten hat er noch eins, das andere haben wir leider schon abgefahren. So, da wären wir auch schon wieder zurück aus dem Wald. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, nochmal kurz zusammenfassend. Also diese beiden Modelle sind halt für mich wirklich, waren für uns zumindest die perfekte Wahl. Ich finde, der kleine hier, das ist wirklich ein Must-Have in jedem Kinderzimmer. Also für, wie gesagt, gebraucht 15, 20 Euro höchstens, hat da wirklich jeder mit Spaß und ist ein super, super Teil. Wenn es da ein bisschen besser klappt und man Spaß an dem Hobby hat und vielleicht auch der Papa oder die Mama daran Spaß hat, dann dicke Empfehlung für diesen Konrad New One. Und damit beschließen wir mal das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen nützliche Informationen für euch sammeln. Falls ich irgendwas vergessen habe, falls euch noch was interessiert, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich war, gerne den Like-Button klicken. Und falls ihr auch in Zukunft noch Videos von uns sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.